Jungs und Mädels, ich begrüße euch zu Das BÄM! Eins. Kennt ihr BÄM? Das ist BÄM hier. The patient was admitted suffering third-degree burns egal. To his so, wir sind wieder zurück bei Korsakovia. Korsakovia. Und hier ist alles voller Haarung, das wir jetzt wieder auf die Beine bekommen. Und ich weiß, ihr habt das alles schon mal gehört. Deshalb einmal kurz gesagt, Entschuldigung für die letzten Desynchronisationen bei dem letzten Part. Ach, zu reden, du dumme Tosse. Nein, für die letzten Desynchronisationen. Dummes Wort. Desynchronisationen in dem letzten Part. Part 2, um genau zu sein. Bist nicht schon da, du komische Schattenviech, oder? Nein, auf jeden Fall tut mir leid, was ich da gemacht habe. Soll nicht wieder vorkommen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich hatte da noch ein paar Renderprobleme gehabt. Und jetzt wollen wir erstmal wieder an den komischen Viecher vorbeikommen. Weil die waren ja letztes Mal auch schon so witzig. Ja, hallo, komische Viecher. Ich hoffe, ich kann euch diesmal besiegen. Weil letztes Mal war ich auch so cool drauf gewesen. Yeah, sie drehen erstmal wieder voll am Rad. Was sieht aus, wie ich auch irgendwie töten kann. Das wäre ja schon mal eine kleine Erreicherung für mich. So. Ich weiß ja nicht, ob das überhaupt irgendwie möglich ist. Ob man die oft irgendwie töten kann, aber es wäre ganz cool, wenn. Aber ich probiere es einfach mal aus. Und wie es aussieht, geht es. Man kann sie töten. Das ist wichtig. Also es ist möglich, diese Viecher zu töten. Man muss nur es hart genug versuchen, würde ich mal sagen. Ich dachte, jetzt kommt schon komische Musik, aber das war gerade bei mir auf der Straße gewesen. Und jetzt klopfe ich erstmal Sachen. Mal kloppen macht nämlich Spaß. Geil. Richtig derbe Sachen kloppen. So. Ja, wir sind ziemlich am Arsch. Jetzt schon. Aber wir müssen ja jetzt einen Weg hier rausfinden, beziehungsweise irgendwo reinfinden, beziehungsweise irgendwie überhaupt eine Möglichkeit finden, hier wieder rauf wegzukommen. Also erstmal. That's how they restart the television. That's how they born me. Ja, ist ja gut. Da wieder raus, dankeschön. Gut, ich wollte mir doch nur Heilung holen. Also dieses Spiel, ne? Also ich sehe ja, euch gefällt es. Ich habe da, seit langem schaut man wieder circa ein Fünftel meiner wirklichen Abonnenten meine Let's Plays. Das ist ein neuer Rekord seit Jahrtausenden. Also von daher kann das ja gar nicht so falsch sein, was ich hier mache. Also dieses Let's Play muss euch auch irgendwo gefallen und muss euch auch irgendwo Spaß machen. Das ist natürlich schön, das freut mich natürlich. Hallo, nächstes Schwabbel. Dixi! Okay, weißt du was? Du kannst mich mal echt am Arsch lecken. Weißt du, ich klopf dich einfach. Ich klopf dich einfach so. Man kann dich nämlich tot machen. Ich mach dich tot. So, weg gehst du. Ja. Ja, gut, wir können schwarze Viecher klopfen. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so schlimm. Dieses Spiel wird wohl doch eher auf Mysterium setzen, als dass es uns wirklich richtig erschrecken möchte. Wo ich eigentlich auch gar nichts gegen hätte. Also einfach mal so ein bisschen Mystery, aber auch irgendwie so ein kleiner Schocker ist es ja trotzdem jedes Mal, wenn so ein schwarzes Viecher auftaucht. Also ganz ehrlich, mir ist das trotzdem nicht geheuer, wenn so ein Kackvieh auftaucht. Ich weiß noch nicht, ob sie auftauchen dürfen, was weiß ich. Viele Leute haben auch schon ganz interessante Theorien in den Kommentaren aufgestellt, wie zum Beispiel, dass das, was er da als schwarze Flecken sieht, dass das durch seine Blindheit erzeugt, dass das einfach nur die Dinge darstellen soll, seine Probleme, sein Chaos im Kopf, dass er besiegen möchte, dass ich ihn im Weg stellen möchte. Also wirklich ganz, ganz geile Ideen auch von euch schon gekommen, da in der Kommentarsektion. Also ich hatte wirklich schon viele coole Sachen gelesen. Und jetzt will ich mal gucken, dass ich hier auch mal ein bisschen weiterkomme hier in den Spiel. So, ich weiß immer noch nicht. Ich rutsche mal ein bisschen hoch. Ich rutsche hier, wie beim Surfen rutsche ich hier gerade hoch, aber ich merke, dass es so gar nicht weitergeht. Ich muss mir einen anderen Weg also suchen. Also, wo fangen wir an zu klettern? Das ist hier jetzt die Frage. Wir müssen hier jetzt irgendwie hochkommen und ich schätze mal, Aufgabe ist es jetzt irgendwie. Ich versuche jetzt immer irgendwie anders irgendwie zu sagen, weil irgendwelche Leute von euch, ich hasse es, wenn ich irgendwie sage, alle Leute lieben das irgendwie, wenn ich irgendwie sage und ich weiß nicht warum. So witzig finde ich das gar nicht. Schon wieder nicht geschafft. Ich schaffe das einfach die ganze Zeit nicht. Oh, hab schon wieder nicht geschafft. Weiß nicht, warum ich das nicht schaffe. Na egal, ich versuche jetzt erstmal einen Weg zu finden. So, was ist denn hiermit? Kann ich hier irgendwo lang gehen? Nein. Gut, nehmen wir uns doch mal eine Kiste. Also, irgendwas muss hier sein. Irgendwas muss ich hier machen können. Ja, ich habe heute ganz viel geplant. Also, ich will heute erstmal ganz viel. Nein, eigentlich will ich nicht viel Korsakovia aufnehmen. Eigentlich will ich das hier einfach nur hinter mich bringen, den ganzen Kram. So, hier ist erstmal Heilung. Heilung? Bist du hin? Ach, ich habe sie automatisch eingesammelt. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, haben wir die Heilung schon mal geholt? So, jetzt ist die Frage, wenn es hier nicht weitergeht. Wo dann? Ich meine, ich habe ja jetzt nicht mehr viele andere Wege, wo ich lang gehen kann. Ich kann ja das nochmal lesen. Wallisbreen. Okay, das sind natürlich sehr interessante Werke hier. Also die kennen wir natürlich schon alle. Da muss man einfach dazu sagen, weil jeder, der auf Lang gespielt hat. Wir sind manche Kisten, die man gar nicht kaputt machen kann irgendwie. Das ist ganz merkwürdig. Also manche Kisten sollen wir gar nicht kaputt machen können. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil man sie gebrauchen könnte.
hoffe auch, dass diesmal irgendwie alles mit dem Zaun klappt, was weiß ich nicht alles. Also, wir haben ja echt viele Probleme. Ich meine, Kamera, dazu der ganze andere Kram, also ist. Nicht wirklich, oder? Verdammt. Abgestürzt. Neustart. So, ich muss jetzt einen kleinen Teil hier musste ich überspringen von dem Spiel. Es scheint an derselben Stelle immer wieder im Fahrstuhl zu hängen und von daher scheine ich, ich glaube, ich bin einzigste mit diesem Problem. Ich hoffe, dass sich das jetzt legt, dass das das Einzige war, dass es jetzt ein kleines Trigger-Problem gab. Ich werde mich jetzt einfach hier in diesem Brunnen fallen lassen. Das wäre nicht jetzt, wäre nicht aus dem Fahrstuhl rausgekommen, wäre jetzt ein kleines Loch aufgegangen im Garten und da kann ich jetzt anscheinend durch. Und das werde ich jetzt machen. Ich bin jetzt in diesem Brunnen drin und falle jetzt einfach mal runter. Und hoffe, dass ich hier jetzt was bereißen kann. Dass jetzt was bringt, wenn ich hier durchschwimme, dass gleich irgendwas passiert. Ja. Oh. Verstehe. So kommt man hier also durch. Oh. Da sind wir eigentlich schon richtig gewesen. Okay, alles klar. Ich hoffe jetzt aber, dass es nicht wieder abkackt. Weil sonst haben wir ein Problem. Dann tut es mir auch wieder leid. Ich hoffe, dass es nicht abkacken wird, wenn ich jetzt hier durchkomme. Denn bei diesem Fahrstuhl ist es immer abgestürzt und hier, wenn ich hier nach draußen gegangen bin. Oh, was haben wir denn jetzt gemacht? Na egal. Also nochmal hier reingehen. Da ist das Schattenvieh nicht mehr. Ja, hier ist ein Gang, da gehen wir jetzt durch. Die Kiste machen wir kaputt, wir versuchen es jetzt nochmal. Ja, tut mir echt leid, dass ich jetzt schon technische Probleme habe. Es ist einfach so, die Half-Life-Mods wurden zum Teil einfach zerstört dadurch. The doctor leaned out of the screen and pushed her fingers into my eyes, up to the knuckles. Why she did that, I couldn't tell at the time. Wow. Okay, das hat er letztes Mal nicht gesagt. Nicht abkacken. Okay, ist nicht abgekackt. Okay, das ist gut. Das ist ja schon mal etwas. Das Spiel ist nicht abgekackt, das ist ja schon mal klasse. Ja, und das Ganze, das vor der Rave Hospital hier irgendwie, das finde ich natürlich auch schön. Anscheinend muss ich diesen Trigger auslösen, jetzt gibt es auch keine Probleme mehr. Ja gut, das ist natürlich klasse. Dann gehen wir mal. Habe ich gerade gespeichert? Das ist der Speicherknopf gewesen. Ich will wissen, ob das der Speicher. Wir machen einfach den Keep. Wir machen einfach den Keep und wir keepen einfach mal alles, was wir bis jetzt bemerkt haben. Ja, wir gehen jetzt weiter in diesen lustigen Spielchen. Machen wir die Türen auf hier ganz langsam. Wir werden gleich wieder von irgendeinem Schattenviech überrascht werden. Weil das ist nicht immer dasselbe. So, wir nehmen nochmal ein bisschen Heilung auf. Gehen hier durch. Schattenviech! Kein. My name is Dr. Grayson. You are in hospital, Christopher. Do you understand me? Nein, ich bin nicht Christopher. Do you understand me, Christopher? Nein, tu ich nicht. Ich hasse dich. Christopher. How many Christmas hast du denn? Can you hear me, Christopher? Nein! Woo! Da ist eine Tür aufgegangen. Das ist aber cool. Ich finde es cool, wenn einfach so Türen aufgehen. Loading. Loading? Wieso steht einfach Loading? Hoffentlich kackt das Spiel sich aber wieder dabei ab. Wäre auf jeden Fall nett, wenn es das nicht tun würde. Aber vielleicht könnte es einfach, ist es ein Teil der Ladesequenz. Vielleicht will es nicht, dass es diese ganze Atmosphäre zu diesen Ladebalken, sag ich mal, zerstört wird. Das könnte natürlich sein. Ja. Jetzt passiert nichts. Loading. Immer noch Loading. What appears evident is that the fantasy apocalypse is both older and more detailed than I first thought. Rather than a response to the event, it predates it considerably and has fully replaced any memory of life prior to the onset of Korsakoff's. We must tread carefully. It is little wonder that he considers our conversations to be an intrusion into this world. A worrying change is that he seems to be capable of integrating me into his delusion. Okay, was auch immer sie da gesagt hat, das hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Und es gibt auch anscheinend wieder irgendein Ruckellicht in der Richtung. Irgendwas bringt das Spiel zu ruckeln, wenn ich da hingucke. Das ist nicht gut. Okay, also anscheinend führen Konversationen und wenn wir mit dieser Tusse reden, dann... Where are you now, Christopher? This is where they make the pieces. They put this code into each one, so they can get back in later. Okay, diese Lichter, was auch immer das sind, machen das Spiel nicht gerade angenehmer für mich. Und ich habe auch irgendwie meine Brechstange verloren und das macht es auch nicht angenehmer für mich hier. Okay, was soll's. Wir werden uns einfach nicht davon abhalten lassen. Wo ist meine Brechstange? Jetzt mal ehrlich, wo ist meine Brechstange? Wieso habe ich keine Brechstange? Wo ist meine Brechstange? Wer hat meine Brechstange weggenommen? Soll ich die jetzt gerade nicht mehr haben?
Ich weiß es nicht. Ich werde es wohl nicht herausfinden. Ich will es auch, glaube ich, gar nicht herausfinden, weil irgendwo ist so was böses Viech hinter mir her. Und ich will auch eigentlich gar nicht mehr, dass es mir folgt. Ich will eigentlich nur verschwinden hier. Ich will eigentlich gar nicht... Will nichts mit euch zu tun haben!